Im Fall Retobe geraten die abmahnenden Unternehmen immer mehr in die Kritik. Neue Hinweise legen nahe, dass die vermeintliche Urheberrechtsverletzung ein abgekartetes Spiel der abmahnenden Firmen war. Seit die große Retobe-Abmahnwelle Deutschland getroffen hat, stellt sich vor allem die Frage, wie die abmahnende Partei an die IP-Adressen der Pornogucker kam. Laut dem Antrag auf Herausgabe der Nutzerdaten, den der Rechtsanwalt Daniel Sebastian beim Landgericht Köln einreichte, ermittelte das Unternehmen Edquartz Inc. mit Hilfe der Software Gladi 1.13 die erforderlichen Daten. Wie Chipte berichtet, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Firma der Archive AG, der die Rechte an den entsprechenden Pornofilmen gehören und Edquartz zusammengehören, und den Pornonutzern gezielt eine Falle gestellt haben. Dem Bericht zufolge hat das auf Briefkastenfirmen spezialisierte Unternehmen Business Feelings Incorporated die Firma Edquartz Inc. Mitte März dieses Jahres offiziell angemeldet. Auch die Domain der Firmenhomepage registrierte das Unternehmen in diesem Zeitraum. Zur gleichen Zeit meldete das Schweizer Unternehmen der Archive AG die Domain, der Archive.de, an, eine Webadresse, die auf der Archive.ch umleitet. Zusätzlich befinden sich die Domains auf demselben Webserver, beide Internetauftritte wurden mithilfe des Homepage-Baukastens Wix.com erstellt und liegen auf dem Server mit der IP-Adresse 216.185.152.151 in den USA. Doch die Gemeinsamkeiten gehen sogar noch weiter. Wie Covabile herausgefunden hat, kann man dem Quelltext der Websites entnehmen, dass sie vom selben Benutzer-Account bei Wix.com, User-ID 6E689E3-8D15-44FFA8E7450A760E8B, betreut werden, heißt es in dem Bericht auf Chipte. Was ist eigentlich Gladi 1.13? Die Software, die die IP-Adressen der Pornoseher ermittelt hat, bleibt dubios. Auch die zugehörige Webseite Edquartz.net lässt im Dunkeln, wodurch das Unternehmen eigentlich seine Brötchen verdient. Laut Antrag des Rechtsanwalts Daniel Sebastian wurde die Vorgehensweise der Software von der Kanzlei Deal & Partner in dem Gutachten vom 22. März 2013 untersucht und die Funktionsfähigkeit und Richtigkeit der Erfassung bestätigt. Wie das Programm arbeitet, lässt das Schreiben allerdings offen. Das Landgericht Köln erklärte gegenüber der Rechtsanwaltskanzlei Müller-Müller-Rössner, die mehrere Betroffene vertritt, dass die Software eine Reihe von Informationen, unter anderem die IP-Adressen der Besucher der jeweiligen Seite, anbietet. Wie das Programm die Daten ohne Zugriff auf den Retobe-Server und seine Logfiles ermittelte, bleibt aber unklar.